Holstein AV. Diese 5-Liter-Flasche, meine Damen und Herren, nebst Inhalt will ich jetzt einmal für eine ganz kurze Zeit, vielleicht für eine Sekunde lang, gewichtslos machen. Achtung! Sie war gewichtslos. Und das ist das Thema, das wir uns hier ausgesucht haben. Sie wissen ja, dass bei der Astronautik, also bei Weltraumflügen, Gewichtslosigkeit auftritt. Sie haben bestimmt schon Übertragungen gesehen, dass die Astronauten in ihrer Kabine frei herumschweben, dass sie ihre Ausrüstungsgegenstände wie eine Schere oder einen Bleistift einander zuwerfen können, die dann so ganz langsam durch die Kabine schweben. Wie kommt das zustande? Und darüber wollen wir heute diskutieren, vor allen Dingen deshalb, weil diese Gewichtslosigkeit auch auftritt ganz nahe bei der Erde, wo die Schwerkraft noch fast voll wirksam ist. Wie kommt das zustande? Darüber gibt es noch eine ganze Menge von Missverständnissen, die wir aufzuklären haben. Dann kommt noch Folgendes hinzu. Als wir damals begannen, vor etwa 20 Jahren, uns über die ersten Probleme der Raumfahrtmedizin Gedanken zu machen, da hatten wir große Sorgen, dass vielleicht die Gewichtslosigkeit zu einer Art Raumkrankheit führen könne. Also ein Zustand, der verwandt ist, der Seekrankheit oder der Luftkrankheit. Und nur derjenige, der schon einmal richtig See- oder luftkrank war, der kann ermessen, wie niederschmetternd so etwas sein kann. Nun haben sich unsere damaligen Befürchtungen glücklicherweise nicht bewahrheitet. Ich kann jetzt schon vorausschicken, dass etwa 80% aller Menschen zwar die Raumkrankheit erleiden würden, aber ausgesuchte Personen, eben die Astronauten, die restlichen 20%, die können die Gewichtslosigkeit meist gut vertragen, aber auch sie sind gelegentlich einer Raumkrankheit zum Opfer gefallen. Nun, was ist das überhaupt? Wir wollen uns einmal einen kurzen Filmstreifen ansehen, in dem wir gewichtslose Menschen sehen können. Das ist ein Astronaut auf einem der berühmten sogenannten Weltraumspaziergänge. Er kann sich ohne weiteres aus dem Raumschiff ins Freie hinausbegeben. Das Schiff und er selbst sind gewichtslos. Wir sehen das ganz deutlich. Er braucht seine Füße, seine Hände, seine Gliedmaßen überhaupt nicht zu halten. Auch das Seil, das ihn mit dem Raumschiff verbindet, ist gewichtslos. Wir sehen, wie es einfach hier im Raum schwebt. Ich glaube, Sie konnten ganz deutlich jetzt erkennen, dass unsere Astronauten wirklich völlig gewichtslos waren. Sie konnten sich auf den Kopf stellen, es gibt ja da im Weltraum kein Oben und kein Unten. Und wenn Sie ein Instrument in die Hand nehmen, oder eine Schere oder einen Bleistift, den können Sie dann mitten in der Luft loslassen, ja, und dann schwebt der frei im Raume. Das ist ein ganz unirdischer Zustand. Und wie das überhaupt zustande kommt, das ist insofern schwer zu begreifen, denn sie haben sich zur Zeit der Übertragung dieses Filmes ja immer noch im Schwerkraftfeld der Erde befunden. Nun wissen wir zwar allerdings, dass das Schwerkraftfeld der Erde nach außen hin abnimmt, und zwar nach einem ganz bestimmten Gesetz, das uns der große englische Physiker Isaac Newton schon vor über 300 Jahren herausgefunden hat. Und zwar nehmen wir einmal an, wir betrachten ein Kilogramm Gewicht, also die 1 hier in einer Entfernung von einem Erdradius, also auf der Erdoberfläche, ein Erdradius vom Erdmittelpunkt entfernt. Und dort beträgt dann das Gewicht, dieses Kilogramm Gewichtes eben ein Kilogramm. Und wenn ich jetzt doppelt so weit hinausgehe, also ein Erdradius von der Erdoberfläche entfernt, dann fällt das Gewicht, die Anziehungskraft fällt dann ab auf ein Viertel. Also in der doppelten Entfernung ist es nur noch ein Viertel so groß.
In der dreifachen Entfernung, das können Sie ja schon ablesen, ist es nur noch ein Neuntel so groß. Das ist ein ganz einfaches Gesetz, das Gesetz von der quadratischen Abnahme mit der Entfernung. In der vierfachen Entfernung ein Sechzehntel. Und nun aber unsere Astronauten, ja, die sich ja um eine Kreisbahn um die Erde vielfach ja auch bewegen, bevor sie zum Monde starten, die sind nur ein paar hundert Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Die müssten also noch 95-96% ihres Gewichtes eigentlich haben. Wieso kommt das? Nun, der Unterschied besteht eben darin, dass die Astronauten sich bewegen. Sie bewegen sich in einer Kreisbahn. Würden sie in dieser Höhe von 300 oder 400 Kilometern in Ruhe sein, relativ zur Erde, dann hätten sie in der Tat jenes Gewicht. Betrachten wir uns das einmal hier an dieser Grafik. Wir nehmen einmal an, wir hätten einen Turm von 300 Kilometern Höhe. Und dann ist dort oben die Erdanziehungskraft eben um diese ein paar Prozent geringer. Und ein Astronaut, der dann in dieser Höhe auf der Spitze des Turmes auf die Waage stiege, der würde in der Tat dann noch 96 Kilogramm wiegen, wenn er auf der Erde mit seiner ganzen Ausrüstung etwa 100 Kilogramm gewogen hätte. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja, dass Astronauten, die sich in einer Kreisbahn um die Erde befinden, dass diese aus dem Raumschiff aussteigen können. Sie schweben dann völlig gewichtslos im Raum neben dem Schiff. Und das ist natürlich etwas, was wir uns überlegen müssen. Woher kommt das? Sir Isaac Newton hatte allerdings durchaus recht, als er uns das Gravitationsgesetz beschrieb und darauf hinwies, dass es in dieser ganz bestimmten Weise von der Erde weggehend abnimmt. Und in einer Entfernung von einigen 300, 400 Kilometern, also der Bahnradius über der Erdoberfläche für eine Satellitenbahn, ist immer noch so nahe an der Erde, dass dort tatsächlich noch etwa 96% der Schwerkraft wirken. Es ist aber nicht die einzige Kraft, die auf die Astronauten wirkt. Ich habe vorhin ja erzählt, das Geheimnis liegt einfach darin, dass sie sich bewegen. Würde ein Astronaut auf einem Turm sich wiegen, dann würde er in der Tat noch 96% seines normalen Gewichtes haben. Da sie aber, die Astronauten, in ihrem Raumschiff die Erde umkreisen, unterliegen sie einer zweiten Kraft, der sogenannten Zentrifugalkraft, die wir alle kennen von dem berühmten Zentrifugalregulator. Das ist also ein Gerät, wenn ich es in Bewegung setze, dann sehen wir, dass eine Kraft auf die Kugeln wirkt, die von dem Drehzentrum nach außen zieht, sodass die Kugeln sich anheben. Und diese Kraft ist diejenige Kraft, welche die Schwerkraft in einer Satellitenbahn genau aufhebt. Das möchte ich Ihnen hier nochmal am Bilde zeigen. Also nehmen wir einmal an, wir haben hier zunächst die Erde. Ich will sie einmal hier in dieser Weise reinzeichnen. Und dann haben wir eine Satellitenbahn, die Erde umschlingt. Ich will sie ein bisschen weiter zeichnen, damit wir es etwas besser sehen können. Und hier sitzt also ein Satellit. Und auf diesen Satelliten wirken zwei Kräfte. Zunächst einmal die Schwerkraft, die dort draußen immerhin noch einige 95% der Kraft beträgt, als wenn der Satellit noch auf der Erde läge. Aber gleichzeitig durch diese Kreisbewegung wirkt jetzt eine Kraft nach außen und ein Satellit kann nur dann eine solche Bahn beschreiben, wenn diese Kräfte genau gleich groß sind. Und das ist der Trick für das Verständnis, wieso die Gewichtslosigkeit da draußen entsteht. Es ist also keine Schwerelosigkeit, sondern eine Gewichtslosigkeit. Es ist ein ganz deutlicher Unterschied. Und das bringt uns jetzt überhaupt mal zur Überlegung, was ist denn überhaupt das, was man Gewicht nennt? Solange es sich nur um eine Kreisbahn handelt, können wir unmittelbar einsehen, dass hier Gewichtslosigkeit auftreten muss. Aber die Kreisbahn ist ja ein ganz besonders spezieller Fall. Wie sieht es denn aus, wenn die Astronauten sich in einer langgestreckten Ellipsenbahn um die Erde bewegen oder wenn sie gar bis zum Monde fliegen? Und da wissen wir, dass sie auch gewichtslos sind. Es würde mich nun ein bisschen etwas kosten, Ihnen das zu beweisen, dass auch in einer Ellipsenbahn diese Kräfte sich immer genauestens aufheben. Ich möchte Sie aber nicht langweilen mit einer Diskussion über Kräfte, wie sie in diesem Falle auftreten, über Vektoren, Parallelogramm der Kräfte, Schwerkraft,
Trägheitskräfte, Zentrifugalkräfte, das würde Sie bestimmt langweilen. Ich möchte Ihnen jetzt einmal das Phänomen des Gewichtes, also was überhaupt Gewicht ist, das hatten wir ja gerade eben angeschnitten, die Frage, das möchte ich einmal mit Ihnen diskutieren. Und mir ist da vor, das ist schon gut 20 Jahre her, ist mir etwas aufgefallen, dass Newton, also der große Physiker, das Gewicht ein bisschen provinziell definiert hat. Newton hat nämlich gesagt, ein Körper, wie beispielsweise diese Apfelsine, hat ein bestimmtes Gewicht. Und er hat das Gewicht identifiziert und bezeichnet mit der Kraft, mit der die Apfelsine von der Erde angezogen wird. Und das stimmt freilich, und Sie können eine ganze Physik aufbauen, wie es ja in den letzten 300 Jahren geschehen ist, unter Berücksichtigung dieser Tatsache und dieser Definition. Ich habe mir aber damals plötzlich überlegt, vielleicht sollte man das Gewicht anders definieren. Und zwar, Gewicht ist das, was man an einer Waage ablesen kann, wenn man einen Körper wiegt. Das ist etwas ganz anderes. Denn die Kraft, mit der diese Apfelsine angezogen wird von der Waage, ist natürlich immer dieselbe. Wenn aber die Waage und die Apfelsine sich bei dem Wegevorgang bewegen, dann ändert sich die Anzeige auf der Waage. Und Sie wissen ja alle, Sie haben sich bestimmt schon mal für einen Groschen am Bahnhof gewogen, da steht ein kleines Schild dran, beim Wiegen stillstehen. Wenn Sie nämlich dann auf- und abwippen, dann können Sie die Nadel hin und her springen lassen, so viel wie Sie wollen. Und dann ändert sich in der Tat Ihr Gewicht. Denn Gewicht ist das, was Sie an der Waage ablesen können. Oder wenn man es dann noch ein bisschen genauer überlegt, dann hängt das Gewicht eigentlich davon ab, in welchem Maße man unterstützt ist. Wenn ich mich jetzt von dem Stuhl herabwerfe, dann bin ich momentan gewichtslos, genau wie dieser Mann, der von dem Stuhl herunterstürzt. Während des Falls ist er gewichtslos, er kann seine Pfeife ruhig aus dem Mund herauslassen, die fällt dann mit ihm zusammen und beide, Mann und Pfeife, sind gewichtslos. Und dass das in der Tat der Fall ist, das möchte ich Ihnen einmal unmittelbar vorführen. Ich möchte jetzt einmal Ihnen zeigen, dass beim Sturz Körper gewichtslos werden. Ich habe hier drüben eine Schüssel mit Apfelsinen, das sind glaube ich 2 Kilo, wenn ich das recht ablese. Ja. Also das heißt, hier ist die Anzeige der Waage, sind 2 Kilo. Und ich will jetzt mal ein etwas merkwürdiges Experiment durchführen. Ich will jetzt mal diese Waage mit den Apfelsinen fallen lassen. Das heißt also, ich will die Waage ihrer Unterstützung berauben. Die Unterstützung stammt jetzt von meinen Händen, denn ich halte sie ja noch. Also ich will jetzt mal hier die Waage fallen lassen und achten Sie darauf, wenn die Waage fällt, dann springt der Zeiger auf 0 zurück. Das heißt, die ganze Schüssel mit den Apfelsinen wiegt dann überhaupt nichts mehr. Die werden dann gewichtslos. Achtung! Und während dieses Bruchteils eine Sekunde, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben es gesehen, da sprang die Nadel von 2 Kilo auf 0 zurück. Das heißt, das ist der beste Beweis dafür, dass diese Schüssel voll Apfelsinen in der Tat in diesem Moment gewichtslos war. Und eine gleiche Situation herrscht auch bei einem Fallschirmspringer. Wenn er nämlich aus dem Flugzeug herausspringt, dann lässt er jede Unterstützung hinter sich. Allerdings ist er noch ein wenig unterstützt durch den Luftstrom, wenn er hineinspringt. Also besser wäre das Beispiel noch gewesen, wenn er aus einem Ballon herausspringt, indem er dann relativ zur Luft zunächst gar keine Bewegung ausführt. Und dann ist er gewichtslos und dann, wenn er den Fallschirm dann öffnet, dann kommt der Andruck. Nämlich der Luftstrom, der den Fallschirm dann ganz bis zur Öffnung treibt und dann erhält er wieder sein völliges Gewicht. Denn eine Aufhängung ist auch eine Unterstützung. Nun, dasselbe können wir auch erfahren, die Gewichtslosigkeit, wenn wir einen Turmspringer betrachten. Und es ist ganz interessant, die Turmspringer, wenn sie anfangen zu trainieren, die wissen dann auch gar nicht, wo ihre Beine, ihre Arme sind. Das muss ihnen der Trainer sagen. Und zwar deswegen, während des freien Falles sind sie ohne Unterstützung und sind dann gewichtslos. Nun, da wir gerade jetzt vom Schwimmen sprechen, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, Gewichtslosigkeit, wenn wir im Wasser schweben, also wenn wir tauchen, wenn wir uns unter Wasser bewegen, sind wir dann nicht gewichtslos? Das ist aber dennoch eine Täuschung.
Ich möchte Ihnen einen kurzen Film zeigen und Ihnen dabei erläutern, was der Unterschied ist zwischen der Unterstützung im Wasser und der echten Gewichtslosigkeit. Da haben wir zunächst zwei Schwimmer unter Wasser. Es sieht so aus, als flögen sie, als seien sie völlig gewichtslos. Wir sehen, wie die Haare da fliegen. Man braucht nicht zu stehen, man braucht sich nicht festzuhalten. Und das ist nur ein Griff hier nach diesem Baumstamm. Zur Unterstützung würde das Mädchen das gar nicht benötigen. Dennoch aber, sie werden durch den Auftrieb des Wassers unterstützt. Vor allen Dingen ihre inneren Organe haben noch ihr ganzes Gewicht. Und es ist also ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem Schweben im Wasser, wie wir es hier sehen, und der echten Gewichtslosigkeit draußen im Weltall, wenn ein Astronaut einen Weltraumspaziergang macht. Das ist jetzt ein kurzer Filmausschnitt aus dem Innern eines Raumschiffes auf dem Wege zum Monde. Es herrscht Gewichtslosigkeit, das sehen Sie wunderbar an diesen Taschenlampen. Die kann man richtig hier so in die Luft stellen, da bleiben sie einfach stehen. Sie fallen nicht herunter, lediglich sie drehen sich ein bisschen. Dann laufen sie so zur Wand herüber, nicht weil sie dort angezogen werden, sondern weil sie einfach nur diesen kleinen Schwung gehabt haben. Die Astronauten haben es gelernt, mit Gegenständen in diesem Zustand geradezu zu spielen. Als wir damals vor etwa 20 Jahren uns Gedanken gemacht haben über die Gewichtslosigkeit, die im Weltall auftritt, da wollten wir natürlich wissen, wie reagiert der menschliche Körper darauf. Und da waren wir also sehr begierig, irgendeine experimentelle Einrichtung zu ersinnen, die es uns ermöglicht, die Gewichtslosigkeit hier auf der Erde zu simulieren, also nachzuahmen. Und da sind wir davon ausgegangen, dass wir einen Körper von seiner Unterstützung befreien müssen. Und da haben wir also tolle Pläne geschmiedet. Vielleicht soll ich Ihnen da ein bisschen davon erzählen, meine Damen und Herren. Wir dachten eben an den Fallschirmspringer und haben uns ausgedacht, vielleicht nehmen wir eine Art Bombe und die werfen wir von einem Ballon herab und dann lassen wir die frei fallen, vielleicht für 10, 15 Sekunden und dann öffnen wir dann einen Fallschirm. Und während dieser 10 oder 15 Sekunden, dann könnten wir den Körper, den menschlichen Körper in der Gewichtslosigkeit untersuchen. Dann haben wir noch einen anderen Plan gehabt, da sind wir sogar ziemlich weit damit gediehen. Es gibt im Staat Neumexiko in Amerika eine tiefe Höhle, die berühmten Carlsbad Caverns. Und dort ist der höchste und längste Aufzug der Welt. Der ist nämlich, hat eine Länge, Moment mal, das sind 750 Fuß, das sind also ungefähr 200, 300 Meter. Und dort wollten wir dann einen Fallschirm, also einen Korb des Aufzuges, wollten wir frei fallen lassen und wollten ihn dann mit dem Seil wieder auffangen. Solche Pläne haben wir geschmiedet, um irgendwann einmal an dieses Problem der Gewichtslosigkeit heranzukommen. Wir wollten wissen, wie reagiert der Mensch darauf. Und dann eines Tages, ich erinnere mich noch, da bin ich einmal rübergegangen ins Casino von unserem wissenschaftlichen Institut. Und da der Weg war quer über einen Parkplatz. Und da ist mir plötzlich eingefallen, Menschenskind, das kann man ja mit einem Flugzeug machen. Mit einem modernen Flugzeug. Das gibt uns doch die Möglichkeit, mindestens eine Minute oder bis zu zwei Minuten Gewichtslosigkeit auch hier auf der Erde zu erzeugen. Und wie das geht, das möchte ich Ihnen hier mal an einem ganz primitiven Modell zeigen. Ich habe eben gesagt, ein Körper, der nicht unterstützt ist, der also fliegt, fällt oder geworfen wird, ist immer gewichtslos. Also beispielsweise eine Kanonenkugel. Was ist denn das hier? Eine ganz primitive Federkanone. Ich will mal eine Stahlkugel hier jetzt aus dieser Kanone herausschießen. Und die beschreibt dann eine Bahn, und zwar eine Parabel. Das geht herauf und wieder herunter. Achtung, schauen Sie sich das einmal an. Und eine solche Flugbahn kann man ganz bequem nachahmen. Man braucht dazu nur ein modernes Hochleistungsflugzeug. Und das haben wir dann auch gemacht. Zu Beginn allerdings benutzen wir Militärmaschinen. Aber heute kann man das mit einem solchen großen Düsenklipper auch ohne weiteres machen. Die Flugbahn, die wir dabei einschlagen müssen, ist folgende.
Das Flugzeug fliegt zunächst in großer Höhe, vielleicht eine Höhe von 13, 14 Kilometern, waagrecht. Dann taucht es herunter und nimmt dann Fahrt auf. Und dann tritt es in diesen Parabelflug ein und stürzt dann, genauso wie ein geworfener Ball, durch die Luft hindurch. Und wenn das passiert, dann sind die Passagiere während dieser Zeit gewichtslos. Und es ist nun eine einfache Rechnung, das kann jeder Flugingenieur ausrechnen, wie lange es möglich ist mit einem solchen Flugzeug, das hängt von der Höhe, von seiner Flugleistung ab, wie lange es dann den gewichtslosen Zustand herstellen kann. Die Werte liegen in der Gegend von 1 bis 2 Minuten. Und dass bei einem solchen Parabelflug in der Tat Gewichtslosigkeit eintritt, das möchte ich Ihnen noch einmal zeigen mit einem Experiment, das ich zu Beginn schon angedeutet habe. Ich habe hier nochmal eine solche Flasche. Sie enthält Wasser, halb gefüllt. Da drunten sind einige Murmeln, dann schwimmen einige Korkstücke darin, darüber ist Luft. Und wenn die Flasche jetzt hier auf dem Tisch steht, dann ist sie unterstützt. Dann hat sie Gewicht und der Inhalt hat auch Gewicht. Das heißt also, die einzelnen Elemente ordnen sich an nach ihrem spezifischen Gewicht. Ganz unten sind die Glasmurmeln. Dann kommt das Wasser. Dann kommen die Korkstücke, dann kommt die Luft. Und ich will jetzt einmal diese Flasche schütteln und alles durcheinander wirbeln und sie dann durch die Luft werfen. Also sie in einen Parabelflug hineinbringen. Und dann werden Sie erkennen, dass diese einzelnen Stücke, also die Murmeln, die Korkstücke, das Wasser, die Luftblasen, dass die völlig gewichtslos durcheinander taumeln, während der Zeit, in der die Flasche nicht unterstützt ist. Das können Sie natürlich in dem kurzen Wurf nicht erkennen. Deswegen haben wir eine Zeitlupenaufnahme gemacht. Das machen wir mehrmals, denn Sie wollen das bestimmt auch 2-3 Mal sehen. Es gelingt uns vielleicht auch nicht gleich das erste Mal so richtig. Also ich will jetzt erstmal die Flasche schütteln und dann loswerfen. Und dann achten Sie darauf, wie die einzelnen Teile völlig gewichtslos durch die Flasche wirbeln. Achtung! Als uns damals dann dieser Trick mit dem Parabelflug eingefallen war, da hatten wir dann die Methode, um Menschen für kurze Zeit völlig gefahrlos, gewichtslos zu machen. Und dann konnten wir unsere Experimente anstellen. Ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, dass sich dabei herausgestellt hat, dass etwa 80% aller Menschen diesen Zustand nicht so recht ertragen können. Sie werden dann raumkrank. Also eine Krankheit, die der Seekrankheit oder der Luftkrankheit gleicht. 20% aller Menschen können das recht gut ertragen. Sie können sich sogar daran erfreuen, dieses freie Schweben im Raum, gewichtslos. Aber auch selbst unsere Astronauten und Kosmonauten sind nicht ganz dagegen gefeit. Sie haben gelegentlich gehört, dass russische Kosmonauten, amerikanische Astronauten bei diesen Gelegenheiten, bei den Raumflügen, dass es ihnen einfach schlecht geworden ist. Und das hängt damit zusammen, dass das innere Ohr des Menschen uns Auskünfte gibt über Kräfte, die von außen auf uns einwirken, also auch über die Abwesenheit von Kräften. Und dieses innere Ohr, das hängt eng zusammen mit unserem Gleichgewichtssinn. Und diese Änderungen der Zustände, die führen dann dazu, dass es eben zu dieser Seekrankheit oder Raumkrankheit kommen kann. Nun denken Sie einmal daran, wir wollen ja auch einmal zum Mars fliegen. Das heißt, unsere Astronauten, unsere Kosmonauten müssen dann mehrere Monate in der Gewichtslosigkeit verbringen. Und das ist ein Problem, das noch nicht ganz gelöst ist. Das wissen wir noch nicht ganz. Aber bis zum Jahre 2000 werden wir es wissen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Für heute auf Wiedersehen.